Lohnt, herzlich willkommen im Wald. Jetzt habe ich doch noch ein bequemes Plätzchen gefunden. Saß eben auf meiner schönen Wurzelbank am Waldrand. Dann kam der Wind und hat man mich nicht mehr verstanden. Deshalb bin ich jetzt umgezogen hier zu meinem interessanten, sehr tiefen Zwiesel. Also so ein Baum, der sich im Laufe seines Stamms dann irgendwann mal in zwei Stämme teilt. Das nennt man Zwiesel. Das mag der Förster nicht, weil das ist holztechnisch für die Verwertung überaus hinderlich. Ja Mann, du Vogel, sei mal stiller hier. Immer diese fröhlichen Vögel, furchtbar. Ja, worauf will ich denn hinaus? Ich möchte mal gerne wieder diskutieren aufgrund jüngster Ereignisse, wie sich das denn nochmal mit der Rechtslage beim Schlafen im Wald verhält. Ich sage jetzt mal ganz zusammenfassend einfach Schlafen im Wald. Auf welche Art und Weise dieses Schlafen dann eben stattfindet, das ist halt so ein bisschen der springende Punkt bei der Gesetzeslage, wie ich finde. Und zwar, die Gesetzeslage lautet wie folgt. Wenn man sich mal ein bisschen erkundet, darf man im Wald schlafen oder nicht und dafür diverse Gesetze eben durchwühlt, dann kommt man relativ schnell drauf, dass das Zelten im Wald generell genehmigungspflichtig ist. Und dazu eine kleine Anekdote, weshalb ich eben dieses Video jetzt mache. Ich habe einen Zeitungsartikel heute in der Zeitung entdeckt, der die neuen Trekkingplätze im Schwarzwald, also größtenteils auf der Fläche des Nationalparks Schwarzwalds, ein paar sind auch so am Randgebiet dessen, bewirbt. Das ist ja per se eine tolle Sache, also da habe ich überhaupt nichts gegen auszusetzen. Ich fand den Artikel nur blöd, weil da quasi in den ersten zwei Sätzen drin steht, dass das Lagern im Wald, ich glaube, das war sogar die Formulierung, in Deutschland ja generell verboten sei. Und das stimmt halt eben nicht. Das ist Käse, liebe Redaktion der Badischen Neuesten Nachrichten oder wer auch immer diesen Artikel da verfasst hat. Das kann man wirklich nicht so sagen, weil grundsätzlich darf man sich streiten, ob nun Schlafen im Wald, Lagern im Wald verboten ist oder nicht? Das ist durchaus streitbar. Aber man kann nicht sagen, es sei generell verboten. Das ist völliger Käse, weil in den jeweiligen Landeswaldgesetzen, die sich mit der Thematik Zelten im Wald beschäftigen, interessanterweise aber auch nur mit der Thematik Zelten im Wald, steht immer nur drin, dass das Zelten genehmigungspflichtig ist. Es mag das eine oder andere Bundesland geben, das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung, bei dem im Text steht, dass das Zelten verboten sei. Es steht aber dann immer noch in einem weiteren Unterpunkt im entsprechenden Paragraph, dass es Ausnahmegenehmigungen möglich sind quasi. Soll heißen, generell ist in Deutschland das Zelten im Wald nicht verboten. Es ist generell genehmigungspflichtig. Das ist der große Konsens, den man da finden kann. Und das macht auch sehr wohl einen Unterschied, weil die Tatsache, dass es nur genehmigungspflichtig ist, eben dazu führt, wenn man so möchte, dass man jetzt sagen kann, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn es in Ausnahmefällen durchaus auch mal genehmigt werden kann. Das heißt also, das Zelten im Wald per se ist nicht dramatisch, aber man möchte gerne vorher wissen, dass das jemand tut und dieser jemand soll dafür dann bitte auch einen vernünftigen Grund quasi vorweisen können. Das ist die tatsächliche Rechtslage. Von generell verboten kann also wirklich keine Rede sein. Jetzt ist es in der Praxis allerdings durchaus so, dass Otto Normalverbraucher, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie wissenschaftliche oder jagdliche, überaus dringliche Interessen irgendwie mitbringt, wird Otto Normalverbraucher die Genehmigung zum Zelten mitten im Wald nicht bekommen. Das ist eine Tatsache, weil da könnte ja jeder kommen quasi. Dann müsste man ja sagen, die Voraussetzung fürs Zelten im Wald ist, dass man vorher fragt. Und dann kriegt man automatisch die Genehmigung. Und das würde ja auch irgendwie dem Zwecke des generellen Vorsicht mit dem Zelten im Wald irgendwie entgegensprechen. Also so läuft das auch wieder nicht ab. So, das wäre jetzt also so mal der erste Punkt zum Thema Lagern im Wald sei generell verboten. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass es sehr wohl in der deutschen Gesetzeslandschaft Unterschiede zwischen verschiedenen Arten zu lagern gibt. Denn es ist so, dass das Gegenargument gegen meine Argumentation, dass man im Wald sehr wohl schlafen kann, solange man kein Zelt benutzt,
Das Gegenargument lautet, dass die Stammväter des Waldgesetzes oder der Waldgesetze ja im Sinn hatten, dass sie damit natürlich generell das Lagern im Wald verbieten wollten. Sie haben es halt nur so formuliert, dass das Zelten eben verboten ist, weil man da nicht dran gedacht habe quasi, dass es ja möglicherweise noch andere Formen des Schlafens im Walde gäbe. Und vom Grundgedanken her mit dem Verbot des mit der Genehmigungspflicht des Zeltens auch quasi automatisch alle anderen Formen des Pennens im Wald da halt eben mit integriert wären. Das ist so das zentrale Gegenargument gegen meine Argumentation. Es ist damit generell erlaubt, solange man nicht zeltet. Beziehungsweise es ist halt nicht verboten und was nicht verboten ist, ist erlaubt. So funktioniert das halt nun mal im entsprechenden Paragraphen-Dschungel bei uns, zumindest so lange, bis irgendjemand was anderes feststellt. Man muss in diesem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, wer sich mit Recht nicht so gut auskennt, Recht und Gesetz sind nicht statisch. Die sind durchaus dynamisch und verändern sich ja im Laufe der Zeit. Wie also bestimmte Paragraphen auszulegen sind, das kann durchaus mit diversen Gerichtsurteilen im Laufe der Zeit sich mal verändern. Nehmen wir mal das Beispiel Homosexualität. Das war ja viele Jahre lang tatsächlich öffentlich quasi verboten gesetzlich. War, glaube ich, sogar eine Straftat in Anführungszeichen. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus. Aber nur mal einfach, um das Beispiel zu nehmen, auf die Idee würde heute hoffentlich, bis auf ein paar völlige Wahnsinnige, auf die Idee würde ja keiner mehr kommen heutzutage. Der Papst vielleicht noch. Wobei der aktuelle, ja, sehr wahrscheinlich auch. Egal, ist nicht so wichtig. Jedenfalls, ich wollte damit nur klar machen, es ist nun mal ein dynamischer Prozess. Und man kann jetzt also quasi gerne an entsprechenden Gesetzen ruminterpretieren, wie ich finde, weil die können durchaus geändert werden und das ist auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Niemand hat jemals gesagt, dass das Ganze in Stein gemeißelt sein muss, so wie das Waldgesetz entsprechend aussieht. Und wenn es jetzt einen entsprechenden hohen Bedarf der Bevölkerung gibt, hin und wieder mal eine Nacht im Wald verbringen zu können, dann finde ich, ist das auch durchaus vielleicht was, wo sich der Gesetzgeber mal Gedanken machen könnte, ob man dafür nicht vielleicht sogar da noch diverse Hintertürchen und Schlüpflöcherchen opfen lassen könnte. Und möglicherweise haben sie sich das schon gedacht, als die entsprechenden Gesetze erlassen worden sind. Das ist aber reine Spekulation, das weiß keiner. Und deswegen halt eben nur die Formulierung Zelten ist verboten gewählt, nicht schlafen, lagern oder sonst irgendwie der Aufenthalt nachts im Wald sei verboten. Die Ausnahme mit dem nächtlichen Aufenthalt im Wald, beziehungsweise dass man sich dann nur noch auf Wege beschränken darf, die gibt es in Schleswig-Holstein, da ist das also durchaus so vorgesehen, im Rest der Bundesrepublik allerdings nicht. Bei Schleswig-Holstein liegt es daran, dass die tendenziell sehr wenig Wald haben und das, was an Wald da ist, tatsächlich oft relativ empfindlich ist und gleichzeitig mit einem sehr hohen Besucherandrang an Touristen eben in manchen Regionen zu rechnen ist. Und das sind so die Hintergründe, die ich bisher herausgefunden habe, weshalb es da eben diese Sonderregelung gibt. Wer jetzt in Schleswig-Holstein dementsprechend wohnt, der wird sich wahrscheinlich darüber sehr ärgern, dass die Sache halt so ist, wie sie ist. Aber das ist tatsächlich eben die Gesetzeslage und natürlich sicherlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man da in der Region halt sein Unwesen treiben möchte und es dann halt eben noch weniger darf als beim Rest von Deutschland. Kann ich mir schon vorstellen, dass einen das ziemlich ärgert. Gut. Aber soll ja jetzt nicht um Schleswig-Holstein allein gehen, sondern zurück zu der Thematik, dass es halt eben Unterschiede gibt zwischen Zelten und Lagern. Denn das Lagern, also quasi die schärfere Variante des Verbots des Übernachtens, gibt es auch im Juristendeutsch in Gesetzestexten und zwar in den allermeisten Gesetzen zu Naturschutzgebieten und Ähnlichem, also Nationalparke und sowas. Da steht immer drin, das Lagern ist verboten, beziehungsweise bedarf der Genehmigung. Das weiß ich nicht, meistens ist es sogar wirklich richtig verboten und es steht dann nur noch drin, also wirklich in absoluten Ausnahmefällen, wenn jetzt der Wissenschaftler da irgendwie den Auerhahn über 5 Tage am Stück beobachten möchte, dann kriegt der wahrscheinlich eine entsprechende Genehmigung, aber
in allen anderen Fällen oder nichts, was ähnlich krass ist, da wird das dann halt auch nichts werden. Da kann man dann also schon von Verboten sprechen. Generell darf man ja noch nicht mal die Wege verlassen in vielen krassen Schutzgebieten, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so. Das finde ich auch durchaus sinnvoll. Also in solchen Schutzgebieten auf jeden Fall, absolut, bin ich vollkommen der Meinung, dass das Sinn macht, dass man da auch eher nicht von den Wegen runtergeht. Ich mache die Ausnahme auch nicht für mich. Ich bleibe auch in 99% der Fälle wirklich immer auf dem Weg. Bin schon mal hier und da wirklich aus wissenschaftlicher Neugier mal ein ganz kleines bisschen abgewichen, aber das ja, das ist halt wirklich so dieser wissenschaftliche Neugier-Sonderparagraf, den wir Wissenschaftler untereinander mal hin und wieder dafür nutzen, um winzig kleine Ausnahmen vom Gesetz in Kauf zu nehmen. Und dafür kriegen wir in der Regel auch nicht auf den Deckel, weil es ja schon in irgendeiner Form einem höheren Zweck dient als nur dem persönlichen, ich will da jetzt hinpinkeln, Interesse oder irgend sowas in der Richtung. Ja, es ist schon ein bisschen moralisch fragwürdig, das gebe ich gerne zu, aber es ist auch leider Usus. Also das machen wir alle so. So, hab die Kamera noch ein bisschen tiefer gestellt, in der Hoffnung, dass dann jetzt noch weniger Wind hier ankommt. Hier ist halt einfach ein gemütliches Plätzchen. Leider ist hier nie so hundertprozentig windstill, weil sie halt eben am Waldrand ist und da pfeift es dann auch immer ein bisschen rein hin und wieder. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch einigermaßen. Oh, Moment. So ist vielleicht noch mal ein bisschen besser. Also es ist ja jetzt so, das Argument, Zelten ist gleich Übernachten, ist gleich Biwak, ist alles dasselbe, halte ich eben deswegen für, kann ich stimmen, weil es gibt die Unterscheidung. Ja, man hätte also auch in den Landeswaldgesetzen sagen können, Lagern ist verboten. Man hat stattdessen gesagt, nö, Zelten ist verboten. Das heißt, es muss also rein nach gesundem Menschenverstand eben durchaus diese Unterscheidung gemacht werden, dass Zelten und Lagern nicht dasselbe ist, weil der Unterschied besteht in der Gesetzeslage. Ne? Und damit gehe ich deswegen unter anderem davon aus, dass Bivakieren mit einem Tarp, also wirklich bloß einem Dach und ansonsten offen, was definitiv kein Zelt darstellt, bauartbedingt, eben ein Lagern darstellt, aber kein Zelten und muss damit eigentlich demzufolge erlaubt sein. Außerdem kann man noch diese Sache mit dem, dass das Bivakieren per se erlaubt sein sollte, noch mit einem zweiten Argument bzw. einer zweiten Argumentationskette stützen, die ich jetzt auch nochmal anbringen möchte. Nämlich, es steht bereits im Bundeswaldgesetz, also dem Basiswaldgesetz für die Landeswaldgesetze, drin, dass das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung gestattet ist. Und da muss man jetzt auch nochmal sagen, es ist nicht nur eine Grauzone, es ist nicht nur nicht verboten, sondern es ist ausdrücklich gestattet. Heißt, jeder hat in Deutschland das Recht, den Wald zu betreten, und zwar bis auf in Schleswig-Holstein, unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit, um sich darin zu erholen. So, und was ist jetzt Erholung? Erholung ist definitiv eine Runde Fußball spielen vielleicht. Eine Runde Fußball spielen im Wald oder generell Ball spielen von mir aus. Kann man definitiv als nichts anderes als Erholung bezeichnen, weil das ist Sport, vielleicht in diesem Fall ein Mannschaftssport, aber es dient definitiv dem Zwecke der Erholung. Es ist jetzt kein wirklich unmittelbarer, großartiger Schaden für den Wald nachzuweisen, wenn ein paar Kinder im Wald Ball spielen, und damit ist es erlaubt. So, gibt keinerlei Argumentation, die das irgendwie meiner Meinung nach, die da zulässig wäre, um das Gegenteil zu behaupten. Joggen im Wald, gar kein Thema. Fangen, spielen im Wald, wandern, Radfahren und so weiter und so fort. Radfahren auf den dafür zugelassenen Wegen. Alles definitiv Aktivitäten, die der Erholung dienen, und ein einfaches im Wald sitzen und die Natur genießen, ist damit definitiv auch abgedeckt. Auch ein Beobachten der Natur, ein Fotografieren der Natur und ja, so ziemlich quasi alles, was unser eins in der Natur so gerne machen möchte, außer jetzt die Komponente mit dem Feuer. Am Stock rumschnitzen in der Natur ist auch in Ordnung, irgendwas basteln in der Natur, das kann man alles wirklich mit diesem Erholungsbegriff durchaus in Einklang bringen. Und was ist die Urform der Erholung, wenn nicht Schlafen? Also wenn Schlafen nicht erholsam ist, dann ist es gar nichts. Ne? Demzufolge könnte man also durchaus, und
muss man meiner Meinung nach das im Wald schlafen auf jeden Fall zu betreten im Sinne der Erholungsnutzung des Waldes dazu zählen. Das ist für mich überhaupt keine Frage, das ist definitiv so. Und ja, ich habe noch nichts entsprechend Gegenteiliges in irgendwelchen Gerichtsurteilen oder sonstigen juristischen Texten zum Thema ja, Betreten des Waldes, Übernachten im Wald finden können, was das in irgendeiner Form widerlegen würde. Tatsächlich diejenigen, die mit ihrer Zelten ist gleich lagern, ist gleich beides dasselbe und Zelten ist verboten, Argumentationen hingehen, um quasi die Leute aus dem Wald rauszukriegen, die argumentieren auch nicht viel weiter. Ich habe da noch keine lange Argumentationskette, keine wirklich, wie ich finde, gute Argumentationskette gefunden, weshalb das so sein soll, dass Zelten und Lagern das gleiche sind, außer mit wenigen Sätzen. Ja, es ist ja im Grunde wurscht, ob da jemand jetzt in einem Zelt liegt oder jemand unter einer Plane im Wald liegt. Es liegt jemand im Wald und das stört uns. Ja, aber das Doofe ist halt nur, dass man dann eben juristisch auch das, es im Wald liegen darf keiner, hätte ins Gesetz schreiben sollen und halt eben nicht die Unterscheidung zwischen Lagern und Zelten in der juristischen Fachsprache zulassen dürfen. Aber solange das so ist, und dann niemand auf die Idee kommt, jetzt das Bundeswaldgesetz oder das die jeweiligen Landeswaldgesetze dahingehend zu ändern, dass man sagt, dass das Lagern im Wald generell verboten ist, ist der Fall für mich absolut eindeutig. Und dann spielt es für mich auch keine Rolle, ob es im Prinzip, und das ist ja wirklich so, für den Wald gesehen scheißegal ist, ob da jetzt jemand im Zelt übernachtet oder unter einem Tarp. Die Tiere sind so oder so ein bisschen gestört, das ist eine Tatsache, das ist so. Die machen so oder so einen Bogen um einen rum, ob man jetzt da eben nun für die Nacht ins Tarp, unterm Tarp liegt oder eben im Zelt. Das macht wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Eher stört man die Viecher vielleicht weniger, wenn man im Zelt liegt, weil es sein kann, dass einige Tiere, das ist durchaus schon vorgekommen, ein Zelt einfach mal als Fremdkörper im Wald wahrnehmen und jetzt so im ersten Moment nicht realisieren, dass da ein Mensch drin steckt. Wenn hingegen ein Mensch im Schlafsack auf dem Boden rumliegt, menschliche Bewegungen macht, menschliche Töne, Schnarchen von sich gibt, dann gehe ich davon aus, dass sie das schon eher begreifen, dass das da ein Mensch ist und nicht jetzt einfach nur ein seltsamer Fremdkörper im Wald. Aber so gesehen müsste man ja dann eher sagen, dass das Zelten weniger schlimm ist als das Bivakieren. Das heißt, man sollte den Leuten eher das Zelten als das Bivakieren erlauben, wenn man mit der Argumentation an die Sache rangeht. Führt also auch nicht zum gewünschten Ergebnis der Leute, die halt eben die Waldschläfer aus dem Wald draußen haben wollen. So, das wäre also jetzt die juristische Argumentation. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Takte verlieren zu der Tatsache, warum will man denn die Waldschläfer aus dem Wald raus haben? Und da spielt es halt eben schon eine Rolle, dass die Menge der potenziell im Wald rumschleichenden Gestalten, vor allen Dingen die es auch nachts tuenden Gestalten, schon sehr stark zugenommen hat. Das ist eine Tatsache. Es gibt in der Gesellschaft eine immer stärkere ein immer stärkeres Bedürfnis nach Natur, nach, ja, zurück zu einer einfachen Lebensform und so weiter und so fort. Also genau die Dinge, die die meisten von uns auch mit Sicherheit maßgeblich antreiben, um eben entsprechend raus in die Natur zu gehen und überhaupt im Wald pennen zu wollen. Das ist schon was, das kann man bundesweit feststellen, dass das Bedürfnis nach sowas immer mehr zunimmt. Und wenn es jetzt tatsächlich dann dazu kommen sollte, dass dann jetzt jeder zweite Deutsche regelmäßig gerne im Wald pennen möchte, dann wird es da irgendwann, vorsichtig ausgedrückt, tatsächlich ein wenig eng. Und das ist ein Faktor, der dann für den Wald irgendwann ab einer gewissen Personenzahl von Leuten, die da regelmäßig im Wald pennt, schon einen gewissen Stressfaktor darstellen könnte. Es ist nicht bewiesen, dass das so ist, es könnte. Sicherlich ist es im Winter so, weil im Winter Tiere stören, allein durch die bloße Anwesenheit, selbst wenn man sie gar nicht sieht, dadurch, dass man da ist, nehmen die Tiere einen wahr, als dieses eine seltsame, relativ große Säugetier, das man nicht so ganz zuordnen kann, dem man lieber aus dem Weg geht. Also sämtliche Fluchttiere
Reh und Hirsch zum Beispiel, auch das Wildschwein, nehmen einen als potenzielle Bedrohung wahr und gehen einem aus dem Weg. Wenn sie das jetzt ganz, 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 ganz viel tun müssen im Laufe eines Winters, weil da ständig irgend so ein Mensch auch durch die unzugänglichsten Gebiete der Wildnis rumstapft, weil er Schneeschuhe hat und das demzufolge problemlos kann und dass er auch eine wunderschöne Gegend dann ist und ein wunderschönes Erlebnis in so einem total verschneiten, ganz tief drinnen Wald, wo alles wahnsinnig ruhig ist, entsprechend sein Lager aufzuschlagen. Da, in so einer Situation, stört man schon die Tierwelt ja, ordentlich. Ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, ordentlich. Stellen wir das Ding mal dahin, dann ist das Bild auch wieder besser. Und ich sehe aus, als würde ich hier auf dem Sofa rumflacken. Ah, tue ich auch irgendwo. Ja, also das ist mir... Das ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann ich das wunderbar nachvollziehen, dass das toll sein muss, da eben wirklich in der unberührtesten Natur von allen Naturen, die man so finden kann, herumzuschleichen und da sein Unwesen zu treiben. Aber andererseits ist eben genau die unberührteste Natur von allen Naturen, genau die Natur, wohin sich dann die Viecher zurückziehen, die möglichst wenig mit unser eins Mensch zu tun haben wollen. Und das auch brauchen, ein Stückchen Natur, wo wir wirklich nicht dauernd vorbeischauen. Und wenn wir es dann halt eben doch tun und wir jetzt immer mehr werden und es dann immer mehr von uns tun, dann wird das irgendwann schon ein Faktor, der für unsere geliebte Natur einen Stressfaktor darstellt. Deswegen kann ich also durchaus Leute verstehen, die so ihre Probleme mit dem Waldschläfertum quasi haben, so mit der Argumentation, ja, das kannst du doch auch irgendwo machen, wo es keinen stört, in Anführungszeichen. In einem Land, das so riesig ist, dass es wirklich niemanden stört, wenn da alle im Wald pennen, in Anführungszeichen. Also beispielsweise Schweden. Ja, das ist ja immer so das große Beispiel, das genannt wird als das Land, in dem alles erlaubt ist, was so nicht stimmt. Dazu habe ich aber schon mal ein eigenes Video gemacht und muss das jetzt hier nicht nochmal aufgreifen. War das Thema Jedermannsrecht. Könnt ihr mal in der YouTube-Suche suchen, wenn euch das jetzt gerade interessiert. Ich bin immer zu faul, Dinge zu verlinken und werde auch diesmal wahrscheinlich nicht dran denken. Ja, also... Es ist schon was Wahres dran, dass man Leute nicht im Wald pennen haben möchte, wenn man dann eben dem Naturschutz oder dem Förstertum angehört. Manchen ist das auch egal. Auch im Naturschutz gibt es Leute, die das problemlos an ausgewiesenen Plätzen gut finden, wenn Leute in der Natur auch mal übernachten, damit sie Natur noch mehr kennenlernen. Und das ist auch gerade, wie ich finde, in Nationalparken wichtig, dass es diese Option irgendwie gibt an ausgewiesenen Plätzen, was im Nationalpark Schwarzwald übrigens seit kurzem jetzt auch der Fall ist, dass das geht. Aber halt eben organisiert, wie gesagt, an ausgewiesenen Plätzen mit einer begrenzten Platzzahl. Also heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte auch mal unbedingt pennen, ja, dann muss man sich halt eben ein paar Monate im Voraus den Platz reservieren, dass man dann auch eben entsprechend ein Plätzchen kriegt oder ein paar Wochen im Voraus, je nachdem, wie sehr das gerade frequentiert ist oder auch nicht. Halte ich für wichtig, dass man das auch in einem Nationalpark darf, finde es aber auch genauso richtig, dass man es nur eben kontrolliert darf und unter dem Risiko, dass die Aufsicht vorbeikommt. Wird nicht jedes Mal der Fall sein, dass da irgendwer vorbeischaut und mal guckt, was man so treibt, aber dass man davor Angst haben muss, halte ich auch wieder für wichtig und richtig. Dass man sich dann auch ja richtig benimmt und das ist vor allen Dingen halt eben gerade für Anfänger, die noch nicht so oft draußen gepennt haben, dann auch nochmal durchaus sinnvoll, weil die ja teilweise auch aus Unwissenheit Zeugs anstellen, was keine so gute Idee ist. Wir müssen irgendwie versuchen, für die Zukunft bei weiter steigender Zahl der am Waldschlaf Interessierten, da irgendwie einen Kompromiss auf die Beine zu stellen, dass das weiterhin möglich sein muss, dass man im Wald pennen kann. Und gleichzeitig sichergestellt ist, dass der Wald bzw. das Ökosystem Wald darunter dann nicht anfängt zu leiden. Um das nochmal zu relativieren, ein Reh verscheuchen, mitten im Sommer, dadurch, dass man im Wald pennt, das ist egal. Das ist wirklich wurscht. Rehe gibt es mehr als genug, wenn man die ein bisschen stört. Das richtet keinen wirklich großen Schaden an der Rehpopulation an. Und die Tatsache, dass das Reh danach unter Umständen, dadurch, dass es geflüchtet ist, mehr Grünzeug verzehren muss, um die
zum Flüchten benötigten Kalorien wieder auszugleichen und damit dann möglicherweise einen gewissen Schaden am Wald anrichtet, weil es dann junge Triebe futtert oder ähnliches, anstatt raus auf die Wiese zu gehen und da was zu essen. Das kann man als Argument anbringen, das ist auch nicht falsch. Es ist aber halt eben ein anderes Problem, nämlich das Problem der möglicherweise überhöhten Wilddichte bzw. der fehlenden Möglichkeiten des Wildes, anderes Futter als junge Baumtriebe zu finden. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das Problem lösen kann, die aktuell im Gespräch sind. Möglichkeit 1, man killt mehr Rehe, um es mal drastisch auszudrücken, weil es eine Überpopulation gibt, an der wir schuld sind, weil wir nicht genug schießen und auch gleichzeitig keine großen Raubtiere zulassen. Und das zweite Problem, beziehungsweise die zweite Lösung des Problems, wäre dann halt eben das Anlegen großflächiger Wildäsungsflächen im Walde, dass die dann also dahin gehen können, wenn sie was fressen wollen, überall sonst im Wald rumknabbern, für sie gar nicht attraktiv ist, weil diese Äsungsflächen viel attraktiver quasi sind, essenstechnisch. Was von den beiden Theorien, wie man das Wild, die Wildbestände im Wald besser unter Kontrolle kriegen kann und vor allem die Schäden durch das Wild besser unter Kontrolle kriegen kann. Welche dieser beiden Theorien jetzt nun recht hat, das maße ich mir nicht an zu entscheiden. Das ist was, was wirklich ganz kontrovers diskutiert wird in den Forstwissenschaften und auch in der Forstwirtschaft natürlich, auch unter den Förstern untereinander. Aber man kann es jetzt nicht darauf zurückführen, dass das Problem wahnsinnig erhöht wird, wenn da viele Leute im Wald schlafen. Weil das wäre kein Problem, wenn es generell kein Problem mit dem Wild gäbe. Das Problem mit dem Wild besteht aber unabhängig davon, ob jetzt viele Leute im Wald pennen oder nicht. Also finde ich, es wäre jetzt ein bisschen arg einfach gemacht, wenn man jetzt sagt, dass deshalb keine viele Leute im Wald pennen dürfen, weil man halt eben die ganzen Rehe stört. Rehe sind jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, das habe ich schon eben bei den Naturschutzkrempel hoffentlich auch schon ein wenig angesprochen. Es ist ein anderer Fall bei irgendwelchen seltenen Tieren, die den Rückzug vom Menschen wirklich brauchen und darauf wirklich angewiesen sind, sich irgendwo verstecken zu können, den letzten Resten von Wildnis, die wir in Deutschland so haben. Gut, ich glaube, damit habe ich jetzt das Allermeiste angesprochen und ein bisschen klar gemacht, wie ich die Situation sehe. Und was mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, gerade wenn sich unter der Zuschauerschaft vielleicht jemand befinden sollte, der sich mit wahlweise Jura oder dem Wald oder noch besser eben entsprechend mit Waldrecht auskennt, was der von der Thematik hält, das würde mich, wie gesagt, wirklich sehr brennend interessieren. Darf auch gerne eine andere Meinung vertreten werden als meine. Bin ich gespannt und hoffe, dass wir da eine schöne Diskussion zustande bringen. Und alle anderen, die was zu sagen haben, dürfen das natürlich gerne auch tun. Macht's gut. Tschüss.